und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr leichter vom Blatt spielen könnt, wenn ihr ein Musikstück noch nie gehört oder gesehen habt und die Noten zum ersten Mal vor der Nase habt. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Mal angenommen, ihr habt ein Musikstück noch nie gespielt zuvor und ihr sollt jetzt die Noten abspielen. Also beispielsweise, wenn ihr in einem Blockflötenensemble spielt und ihr bekommt neue Noten vorgesetzt und jeder soll seine Stimme spielen. Oder wenn ihr Solo spielt und ihr möchtet einfach mal ein neues Stück ausprobieren, habt euch vielleicht die Noten angeschafft und habt jetzt keine Ahnung, wie das gehen soll, beziehungsweise ihr spielt es vielleicht durch und es klappt nicht. Und dann ist schnell die Vermutung nahe, vielleicht, dass ihr denkt, ich kann nicht gut vom Blatt spielen. Manche Leute können besser vom Blatt spielen als andere. Das ist auch unter Profis so. Es gibt wirklich vom Blattspieler und solche, die das nicht so ad hoc immer perfekt können. Aber ich denke, aus meiner Erfahrung, aus meiner Unterrichtserfahrung mit vielen Blockflötenschülerinnen und Schülern, kann ich schon behaupten, dass man da sehr viel mit Training auch machen kann, beziehungsweise, und darum geht dieses Video vor allem heute, an der Art und Weise, wie ihr das vom Blattspiel angeht. Und dazu möchte ich euch heute drei Tipps mitgeben, wie ihr das vom Blattspiel verbessern könnt. Tipp 1. Verschafft euch einen Überblick über das Stück, bevor ihr spielt. Ich weiß, es kann passieren im Blockflötenensemble, wenn ihr da mitspielt und die Leiterin oder der Leiter sagen, so, jetzt spielen wir das einfach mal ab. Dann kann man vielleicht unter Zeitdruck sein, aber die Zeit müsste eigentlich immer sein, dass man erstmal nach bestimmten Faktoren schaut und erst recht, wenn ihr ein Stück alleine zum ersten Mal spielt. Also würde ich euch empfehlen, bevor ihr einfach losspielt, dass ihr erstmal schaut, was ist die Taktart? Also das klingt so banal, natürlich guckt man, in welcher Taktart das Stück steht, aber ich erlebe das ganz häufig, dass Schülerinnen oder Schüler einfach losspielen und dann frage ich nach 10 Takten, guckt man nicht hin, in welcher Taktart steht das Stück? Und dann kommt das große Fragezeichen. Also das wäre gut zu gucken, ist es ein Dreivierteltakt, ein Viervierteltakt, ist es vielleicht ein Zweihalbetakt oder ein Sechsachtel, was auch immer. Ihr müsst wissen, in welchem Rahmen ihr da spielen müsst. Dann natürlich genauso wichtig sind die Vorzeichen. Guckt mal erstmal vorne hin, habe ich Vorzeichen oder nicht. Also gerade wenn es auch vielleicht ein Stück ist, was ihr schon mal gehört habt in einer Aufnahme oder im Konzert und wo ihr dachtet, wow, das will ich auch mal spielen, dann ist der Eifer natürlich groß, dass ihr gleich losspielen wollt, aber es lohnt sich erstmal zu gucken. Okay, zum Beispiel habe ich 2 Kreuze vorne. Welche Kreuze sind das? Also das wäre jetzt in dem Fall Fis und Cis, die sind ja immer in derselben Reihenfolge, die Kreuze. Und dann erstmal überlegen, okay, ich muss also Fis statt F, wie geht der Griff? Ich muss Cis statt C, wie geht der Griff in Hoch und Tief? Dann würde ich euch empfehlen, bevor ihr losspielt, zu schauen, zumindest in diesem einen Satz, den ihr spielt, was sind die schnellsten Notenwerte? Also was erwartet mich da? Sogar wenn ihr das Stück kennt, zum Beispiel ein Vivaldi-Konzert oder so, und ihr sagt, wow, das will ich jetzt auch mal probieren. Ja, klappt vielleicht nicht ganz, aber ich spiele mal. Dann ist ja der Anfang oft noch harmlos und hinten kommen dann die Hämmer. Und auch wenn es nicht gleich ein Vivaldi-Konzert ist, würde ich immer gucken, was sind die schnellsten Notenwerte und danach auch das vom Blattspieltempo ausrichten. Also nicht denken, ich muss das gleich im Originaltempo abspielen. Dann wäre noch gut zu gucken, was ist die Satzbezeichnung. Also steht da zum Beispiel Allegro drüber oder Adagio oder ist es vielleicht ein Tänzchen, ein Menuett oder eine Gavotte. Selbst wenn ihr euch jetzt vielleicht nicht genau auskennt in diesen Tanzarten oder in manchen Satzbezeichnungen, wenn da zum Beispiel steht
Kunando oder so, dann habt ihr es vielleicht noch nie gehört. Wenn ihr ganz fleißig seid, googelt ihr das dann mal oder schlagt das irgendwo nach. Aber im Großen und Ganzen guckt ihr erstmal, ist es ein schneller Satz oder ein langsamer Satz. Und dann ist es auch so, wenn ihr jetzt ein barockes Stück spielt, Frühbarock oder Hochbarock, sind die Satzbezeichnungen eigentlich eher Charakterbezeichnungen, Affektbezeichnungen. Also Allegro heißt wörtlich heiter. Und dann ist das Stück heiter gedacht. Und das muss nicht heißen, dass ihr sofort in einem Affenzahn loslegt, sondern versucht zu denken, okay, das Stück soll heiter klingen. Ich versuche das jetzt heiter vom Blatt zu spielen. Tipp 2, euer Atem und eure Haltung. Also die Basics sozusagen zum Blockflöte spielen. Natürlich der Atem, dass ihr da möglichst eine tiefe Bauchatmung habt, dass ihr auch ein paar Mal, bevor ihr überhaupt einen Ton spielt, richtig gut durchatmet und erstmal alles fallen lasst. Und ihr könnt zum Beispiel erstmal dreimal tief ein- und ausatmen, ohne jetzt groß auf die Atemtechnik so genau zu achten und wie ihr das in die Flöte dann reinblasen müsst, sondern einfach erstmal runterkommen und den Atem vertiefen. Wenn ihr das noch genauer wissen wollt, wie man das dann machen kann beim Flötespielen, schaut euch gerne meine Videos zur Atemtechnik an. Und natürlich kommt in allen Videos irgendwann mal der Atem zur Sprache, weil das nun mal die Basis ist für das Spielen. Übrigens ist es auch so, wenn ihr gut atmet, ist auch euer Gehirn besser durchblutet. Und dann geht das einfach besser, die richtigen Töne vom Blatt zu spielen. Auch das habe ich schon oft erlebt im Unterricht, wenn jemand dann sich so schwer tut mit irgendwas, ob das jetzt vom Blattspiel ist oder irgendeine andere Schwierigkeit. Wenn ich dann sage, okay, mach mal die Noten weg, wir gucken jetzt nochmal nach deinem Atem und du entspannst mal deinen Atem und ne, atmest mal in den Bauch ein. Und plötzlich gehen dann die Stellen. Zu den Basics gehört natürlich auch eure Haltung. Ja, gerade wenn ihr was ausprobiert, ihr spielt was vom Blatt, ihr kennt das noch nicht, ihr seid konzentriert, guckt in die Noten, was ist denn das, wie geht denn das und wieso klappt das nicht, dann ist man schnell schon mal verkopft und verkrampft und dann denkt noch mal dran, okay, wie stehe ich denn eigentlich oder wie sitze ich? Ja? Ist es eigentlich noch gerade, ist es halbwegs entspannt und dann klappt das direkt auch besser. Dann wird es natürlich in jedem Stück, das ihr probiert, eine oder mehrere schwierige Stellen geben, die ihr nicht gleich fehlerlos vom Blatt spielen könnt oder wo ihr vielleicht denkt, oh Gott, das kriege ich ja nie hin. Das ist auch gar nicht Sinn der Sache beim vom Blattspiel, sondern ihr wollt ja mal so einen groben Überblick bekommen. Ihr wollt es so gut wie möglich abspielen, natürlich. Aber versucht erstmal nicht einen Perfektionsanspruch zu haben, dass ihr das jetzt fehlerfrei vom Blatt spielen könnt. Geht doch einfach mal davon aus, dass das nicht fehlerfrei sein wird. Und das entspannt schon gleich viel mehr. Ihr könnt euch dann die Stellen merken und hinterher nochmal in Ruhe gucken, was war denn jetzt so schwierig. Und dann knöpft ihr euch diese Stellen einzeln vor. Also dazu mache ich auch nochmal demnächst ein Video zu Übestrategien, also wie man sein Üben verbessern kann. Auf jeden Fall, wenn es jetzt um das vom Blatt spielen geht, prima vista, also zum ersten Mal sehen die Noten, dann habt nicht diesen Anspruch, dass das fehlerlos klappt. Das ist der saarländische Akzent. Ihr wollt durchkommen durch das Stück. Und das ist gleich das Stichwort auch, was auch wichtig ist für die schweren Stellen. Denkt an die musikalische Linie. Versucht euch wie so einen roten Faden durch das Stück durchzudenken. Auch wenn ihr es noch nicht kennt, hört euch selbst zu, wie euer Flötenspiel klingt und versucht vielleicht so zu hören, wie jemand Außenstehendes, der jetzt neben euch steht oder sitzt und auch mithört. Und dem wollt ihr natürlich nicht so einen Ärger präsentieren so und an der Stelle hängen bleiben, die nicht klappt, sondern ihr spielt es vom Blatt, es dürfen Fehler drin sein und ihr denkt an die musikalische Linie und wollt bis zum Ende mit der Musik mitspielen. Ja, das wären eigentlich schon meine 3 Tipps dazu für heute. Man kann es trainieren, das vom Blattspiel,
Und dazu würde ich euch raten, das sehr regelmäßig zu tun, aber nicht stundenlang. Wenn ihr euch zur Routine macht, dass ihr jedes Mal beim Blockflöte spielen ein Stückchen vom Blatt spielt, dann ist das viel nützlicher, als wenn ihr jetzt sagt, ich mache jetzt einen vom Blatt spielen Marathon. Und es ist einfach so, der erwachsene Mensch ist in der Regel etwas ungeduldiger als zum Beispiel Kinder, die was lernen, ja? Und erwartet eigentlich, dass das dann auch klappt. Also man will dieses Ergebnis haben, das muss klappen. Und wenn es euch gelingt, ein Stückchen pro Übephase vom Blatt zu spielen und ihr da so ein Auge zudrückt und denkt, okay, war nicht perfekt, darum geht es auch nicht, dann reicht das völlig aus, sonst habt ihr so ein Misserfolgsgefühl, wenn ihr das jetzt eine Stunde lang macht. Also man könnte quasi sagen, Qualität steht hier über Quantität. Ja, ich hoffe, dass diese Tipps euch etwas bringen für euer Vom-Blatt-Spiel. Das war ja wieder eine Hörerbitte, ein Hörerwunsch, Hörerinnenwunsch, dass ich dazu mal ein Video mache. Und ich denke, das ist ein Thema, das viele von euch interessieren könnte. Ich bin sehr gespannt nach euren Erfahrungen, ganz allgemein mit Vom-Blatt-Spiel und auch natürlich mit diesem Video, wie ihr damit zurechtkommt und ob euch das was gebracht hat. Und freue mich auch über neue Abonnenten, Likes und ja, sage jetzt Tschüss, bis nächsten Freitag.